WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau. Leica Geosystems AG, St. Galler Kantonalbank und der St. Galler Stadtwerk. Aus 45 Studierendenteams von der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2019 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung von den talentiertesten Nachwuchskräften für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Welche Voraussetzungen muss der Holzbauzulieferer Fair Braunwalder AG erfüllen, um mit einem Online-Shop in den deutschen Markt vorzustossen? Diese Frage beantwortet das Praxisprojektteam vom FHS-Dozent Christian Heumann. Unsere Aufgabe dabei war es, um den deutschen Markt zu analysieren. Einerseits, wo sind die potenziellen Kunden angesiedelt? Andererseits aber auch, welche Konkurrenten sind schon im Markt? Unsere weitere Aufgabe war es dann auch noch, um eine Investitionsrechnung zu erstellen. Also das heisst, wie viel Kapital muss die Fair Braunwalder AG aufwenden, um den Markteintritt dann auch noch zu bewerkstelligen. Die Fair Braunwalder AG ist Spezialist für Befestigungstechnik und Ausstatter für Zimmermannen und Holzbauer. Für den Ostschweizer Werkzeughändler ist die Ausweitung vom Geschäftsbereich auf Deutschland ein interessanter Schritt. Wir haben heute viel Erfahrung mit dem Holzbau in der Schweiz und wir sehen ganz klar, dass der Bedarf auch in Süddeutschland da ist, vor allem an unseren Produkten und unseren Dienstleistungen. Wenn wir hier eine einmalige Sache haben, wie wir aufgestellt sind im Schweizer Markt, da können wir dem Endkunden sehr viel bieten, wo die anderen zum Teil einfach nicht können und wir wirklich das auch leben. Bevor die Studierenden ihre Marktanalyse durchführen konnten, haben sie sich zuerst das nötige Grundwissen aneignen. Die grösste Herausforderung für uns war sicher, um uns am Anfang die Thematik einzulesen, weil wir sind alle keine Handwerker waren. Sind es immer noch nicht. Und darum war es auch bei der Warenkorbanalyse vor allem schwierig, um die Produkte entsprechend zu vergleichen, weil halt jedes Produkt wieder seine anderen Eigenheiten hat. Und das sind eigentlich so die grössten Herausforderungen für uns während dem ganzen Projekt. Die Studierenden haben festgestellt, dass der ursprüngliche Projektauftrag nicht praktikabel ist. Der geplante Online-Shop allein käme beim Kunden, dem deutschen Holzbauer, zu wenig gut an. Er will nicht digital nur und nur Preis, sondern er braucht den Mensch, er braucht Beratung. Und das hat mich überrascht. Vor allem mit der heutigen Zeit, mit der Digitalisierung, ist das gleich noch ganz wichtig. Aber er braucht vor allem technischen Support, Leute, die Know-how haben. Also nicht 0815 auf dem Käufer, sondern jemand, der wirklich rauskommt und ihn auch versteht und ihm seine Sprache hat. Und da kann meistens nur auch ein Fachmann, auch ein Holzbauer sein. Die Studierenden haben sich von der geänderten Ausgangslage nicht aus dem Konzept bringen lassen und ihre Empfehlungen für den Auftraggeber entsprechend angepasst. Das sichere Auftreten hat dann auch beeindruckt. Die Daten und Fakten, die die Studierenden zusammengetragen haben, haben eine sehr deutliche Sprache gesprochen. Und ich bin der Meinung, dass die Studierenden da sehr gut darauf reagiert haben. Es gab einfach klare Indikationen dafür, dass es eine Richtungsänderung braucht. Und das haben sie ja auch wirklich dann vorbildlich umgesetzt und sind ihrem Mandat als Berater von Fair Braunwalder sehr gut nachgekommen. Für die Fair Braunwalder AG ist der deutsche Markteintritt weiterhin aktuell. Die Ergebnisse des FHS-Praxisprojekts fließen auf jeden Fall in die Umsetzung ein. Für uns gibt es ganz klare Richtung, wo wir hingehen, wie wir das Projekt in die Hand nehmen. Wir werden jetzt den ersten Shop in der Schweiz, werden wir unsere Erfahrungen machen. Wir lancieren den holzbaudirekt.ch ab Oktober. An der Holzmesse in Basel werden wir da ausholen, ein breites Publikum vorstellen an den Holzbauer. Und nachher anschliessend werden wir ein Jahr später das in Deutschland, das Projekt, wird realisiert werden. Das Praxisprojektteam hat seine Stärken immer wieder unter Beweis gestellt. Die Studierenden haben dem Auftraggeber eine überraschende Strategie mit den besten Erfolgschancen präsentiert. Das könnte beim WTT Young Leader Award gewürdigt werden. Gewinnen sollten wir, weil wir unseren Auftrag dementsprechend anpassen können. Also die Marktanalyse hat dann gezeigt, dass der Auftrag, den wir bekommen haben, nur mittels Online-Job einzutreten, so nicht hätte funktionieren können oder wird nicht funktionieren können. Wir haben herausgefunden, dass wir auch mit dem Aussendienst, also mit neuem Personal, im Markt eintreten sollen, um so entsprechendes Netzwerk aufzubauen.
Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2019? Preisverleihung findet am nächsten Montag in der Tonhalle St. Gallen statt, mit der Zusammenfassung einen Tag später auf TVO. Der WTT Young Leader Award, präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau. Bauwerk Parkett AG, Bühler AG und der Solenthaler Recycling AG.